glaube, ich bin dran. Ich habe gar nichts mehr gerade. Das ist der heftigste Cocktail meines Lebens, ne? Wisst ihr, was das ist? Nee. Hast du die komplett in alles, was zum Wodka reingemacht? Ist das dein Ernst? Ja. Wow, er hat uns richtig geprankt. Yo. Yo, Leute, was geht ab? Willkommen mal wieder zu einem neuen Video in dieser Dreierkonstellation mit Smiley und Rob. Und wenn wir uns an diesem Tisch treffen, passieren eklige Dinge manchmal. Hä? Es ist einmal etwas Neues. Heute gibt es diese Gläser. Ein Mini-Glas, ein kleines Glas und ein großes Glas. Und verschiedene Getränke, die wir jetzt gleich bekommen werden. Und natürlich gibt es auch drei Zettel dazu, hier drin versteckt. Und mal wieder entscheidet das Schicksal. Dima, das mit den Löffeln war schon der Horror. Aber es war witzig, sei ehrlich. Das war wirklich witzig. Es war immer witzig, dass du zu das, ich habe das Gefühl, dass der Endgegner. Wer weiß, ich habe wirklich diesmal auch auf leckere Sachen geachtet. Wer möchte denn fest, das ziehe ich. Ich weiß. Es ist nicht immer die beste Strategie als erste zu ziehen, haben wir rausgestellt. Oh, Mini-Löffel. Ja, jetzt kommt bestimmt die erste Sache. Oh, ich glaube, ich habe einen Shot. Großen. Die war ganz direkt den großen Shot. Was hast du da wieder reingetan? Ich mach direkt auf. Let's go. Oh, das okay, geht. Okay, doch. Das ist ja entspannt. Das ist doch gesund, oder? Ja. Bisschen Ingwer-Shot. Heute Abend ist Weihnachtssaufen bei mir. Ich kann doch nicht heute Abend mit meiner Familie Wodka ohne Ende trinken und vorher im Magen schon 20 verschiedene Früchte. Das ist Cayenne-Pfeffer drin. Dafür ist es ja da. Du musst jetzt schon so ein bisschen deine Magensäure animieren, aktivieren. Dann funktioniert das alles viel besser. Oh, mein Allah, was soll der Geist? Das Widerliche ist halt, dass da Cayenne-Pfeffer drin ist. Forsche Cayenne. Was war das? Obstsalat, das war Snorren Gordon. Snorren Gordon. Schmeckt aber echt gesund. Ja, aber schon krass scharf. Ja. Schon gut scharf, Alter. Wow. Also ich habe das ein bisschen sanfter vorgestellt. Ich habe auch nichts gegessen, mein Magen direkt so gut. Ja, meine auch. Das komplett. Verbindet sich mit der Magensäure und das ist dann direkt richtig am Start. Das brennt in den Ohren, ist das normal? In den Ohren? Ja, das ist normal. Ja. Echt? Ja. Auf entspannt. Kleiner wieder. Mini. Nächstes Mal bin ich doch als erster ziehen, okay? Mach du es lieber. Oh nein! Verpiss dich, Mann! Was soll das? Das ist doch einfach nicht mehr lustig. Genau. Richtig eifertig hast du. Aber an euch da draußen, Leute, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was vermisst ihr bei so einem Format? Könnt ihr Vorschläge machen? Was könnte man als nächstes als so eine Challenge probieren? Okay, 3, 2, 1. Ja, Mann! Was ist das? Jägermeister! Jägermeister! Warte mal, ist das in dieser Menge gesund? Nein. Bei mir, Bruder, hast du schon ein bisschen genippt oder was? Alter, Dima, sicher? Komm, was soll der Geist? Dima ist gleich so besoffen, ne? Oh, Digga! Das geht noch ein bisschen was. Sicher? Alkohol ist auch auf Ex. Ich glaube, ich muss abdessen kurz. Auf Ex kann ich nicht was. Digga, das ist wie so ein Cola-Glas. Sieht das aus? Das ist schon so, auch wenn du das trinkst, dann ist. Ich glaube, nach diesem Video trinke ich nie wieder Jägermeister. Scheiße. Auf einen letzten Jägermeister. Snorren Gordon. Snorren Gordon. Was ist da noch hier? Geht klar. Aber lecker. Oh. Boah, Dima. Alter, Alter. Boah, du bist so reier gleich, ne? Boah. Der brennt gut, Alter. Der brennt. Ich kann gerade nicht reden, glaube ich. Alter. Oh, ich glaube, ich muss weinen. Also, es ist wirklich. Ich kann gerade meine Gefühle nicht kontrollieren im ganzen Körper. Kommt deine Kotze aus den Augen. Es brennt wieder in den Ohren. Einfach nicht groß. Mini. Okay. Oh, leider. Ja. Ich habe richtig Glück, dieses Video. Bist du selber deinem Schicksal ins Auge gucken? Ist das jetzt irgendwas Rundes? Müllermilch. Oh, eine Schoko. Ich habe sie lange nicht mehr getrunken, wa? Da was drin? Nein. Ich könnte es mir auch vorstellen, weil Philippe war. Aber das kam gar nicht dieses. Warte, ich muss das testen. Mu? Nee, da kommt schon Knacken. Za 2020 год. Genau, sehe ich auch so. Genau, ja. Schmeckt so ein bisschen, als wäre da Alkohol drin. Irgendwas hat Philippe da reingemacht, auf jeden Fall. Ja, das ist eine richtig geile Kombination. Das war gerade wie so ein Baileys. Kennt ihr Baileys? Ja, ja. Ich dachte die ganze Zeit, dass da wäre Baileys drin. Boah, Alter, wir haben was Neues entdeckt gerade. Wow. Hey, warte mal, habt ihr das nicht schon getrempelt? Sprachen lernen. Sollen wir mal kurz hin? Ah, siehst du? Das kam jetzt. Okay, Jungs. Also ich muss sagen, wir könnten nach dieser Runde aufhören. Auch aufhören. Warte, warte, die interessante Sache kommt ja erst noch. Ich muss aber zuerst ziehen. Ey, das kann ich wahr. Ich kann ich auch machen. Ich hab ja, ich hab wieder den kleinen Schon. Was könnte das sein? Oh, das ist ein Sirup. Boah, Digga. Das ist so widerlich. Ey, das tut man auf 3 Liter Wasser. Ja.
Komm, das ist genug. Ich bin gnädig mit dir. Das ist doch, das ist schon viel. Zucker, Wasser, Säuerungsmittel, Aroma, Süßungsmittel. Geht mal danach ins Krankenhaus. Gönnen Sie sich, Sarubalko. Es riecht aber gut, muss man. Was ist das für ein Geschmack? Was ist das für ein... Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist unmöglich zu trinken. Du musst es aber weg. Das geht nicht. Es ist anders eklig. War eklig. Das rennt einfach auf der Zunge. Oh, ach du Scheiße. Oh. Rob, hast du einfach weggeext. Oh. Heftig, Mann, heftig. Willst du mal hören? Oh, krass. Hammer, oder? Ja, aber gib mal her. So, was trinkst du gerade, meine Meiermilch? Boah, ich dachte, das schmeckt like Grapefruit. Das hat einfach nach Scheiße geschmeckt gerade. Weiter geht's. Ich bin schon besorgt, dieser Jägermeister war ja, dann anders. Ja, glaube ich dir. Also gerade finde ich alles, gönn dir, Bruder. Ich will alles trinken gerade. Nein! Mini-Shot! Oh, nein, nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Smiley hat immer Glück bei diesem Scheißspiel. Nein! Ein Brotgetränk. Ich habe das noch nie in meinem Leben probiert. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Leute, kennt ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ich hab keine. Das schmeckt nach Käse, oder? Boah, ist das räudig. Ich muss einen großen davon trinken. Verstehst du das? Stopp. Wie Stoppel? Boah, ist das widerlich. Das geht nicht, Trinkt ihr erstmal. Das geht wirklich nicht. Glaub, ich glaube, ich kotze da. Aber wie soll ich das trinken? Das geht nicht. Das Spiel ist zu hart. 99% anderer YouTuber, die machen so, wenn sie verlieren, trinken sie einen Shot von irgendwas Ekelhaftem. Das ganze Format ist darauf aufgebaut, jede Sekunde gequält zu werden. So. Das ist geil, ich feier's. Das ist echt lecker. Leute, kennt ihr Quass? Digga, das ist Quass. Das Quass ist aber ohne Zucker. Ist doch geil, oder nicht? Quass ist mega. Hey, trink die erstmal zu Ende, ich muss die Reaktion abwarten. Siehst du die Reaktion so? Hammer. Das Dauer. Motiviert mich auf jeden Fall. Das ist echt sauer. Das motiviert, ne? Ich hab richtig. Boah, das ist das Widerlichste, was ich jemals in meinem Mund hatte. Nase zu, Nase zu. Oh, wie soll ich das aushalten? Oh, Dima, wie kannst du? Das schmeckt wie Pisse. Falk, also willst du mal daran ziehen? Ich wüsste, wie Pisse schmeckt, aber... Das ist Pisse. Das sieht aus wie Pisse, das schmeckt wie Pisse. Das ist Pisse. Falsch. Boah, ich bin so am Schwitzen gerade. Nun gar nicht glauben. Ich hab richtig Gänsehaut davon, Alter. Oh ja, danke schön. Lass erst gucken diesmal. Sollen wir echt? Ja, ja, okay. Ja. Oh, das ein Kaffee von Starbucks. Ja. Oh, Jungs. Hey, Kuss, 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 Kuss. Könnt mal die Kuss jetzt. Oh, ja, ich sehe schon, das geht. Oh, Mini-Shot. Ja, Jungs. Ja! Komm, hau mal ordentlich rein. Ah, du hast einen großen. Boah, riecht das lecker. Ja, der schmeckt ja, echt geil. Ja, Prost, Jungs. Das war das leckerste überhaupt. Ja. Also, irgendwie war da nicht kein Zucker drin, ne? Ich hab den großen! Ich hab den großen, ich hab den Mini-Shot. Oh, das ist nicht mein Video gerade. Ich hatte immer den kleinen, dann bei dem leckeren krieg ich den großen. Krieg ich wieder den Mini. Ich hab mich das noch kann. Dieses Video hat so viele Emotionen, das ist unfassbar. Ich kann das nicht mehr. Das sind die russischen Gurken. Das oh, Gurkenwasser. Das Gurkenwasser. Ich brauch das. Das ist besser als der Rest bis jetzt. Gib her, ey. Also es ist besser als der Brotsaft auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Lebenselixier, Freunde. Wir sind damit aufgewachsen, das ist unsere Kindheit. Boah, nein, Dima. Leben. Ah. Wo lebst du? Digga, guck mal. Du hast keinen Plan, das schmeckt gut. Boah, ich kotze gleich. Sau lecker. Der ist mir zu bitter irgendwie. Das ist so ekelhaft. Boah, ist das intensiv. Boah, das ist eklig. Ist das wirklich so eklig? Mm. Buschen die? Das ist krass bitter. Ja, das ist eigentlich nur mega salzig. Das riecht schon gut eigentlich. An euch da draußen, kennt ihr Gurkenwasser? Mögt ihr das? Das würde mich interessieren. Wenn ja, dann schreibt es gerne unten rein. Boah, Dima. Boah, willst du das ächzen? Nee. Ich hab was ganz anderes erwartet. Ganz anderes erwartet. Dima, ich hasse dich. Kleiner! Mini! Oh, so viele! Was kann das denn sein, dass nicht. Kaffeesahne! Ich bin besoffen, ich check gar nichts. Sieht man, dass ich schwitze? Sieht man das? Geht ja nicht. Geht's nicht um. Rob abschüttelt sich schon mal. Tschüss! Oh. Rob übertreibt nicht. Mach dich ein Baileys, Alter. Muss keiner von euch auf euch, Jungs. Boah, das ist schon eklig in so einer Menge. Kriegst du nicht runter? Nö. Nicht mal mit Jägermeister.
Ich kann einfach nicht mehr. Es geht nicht. Hab ich euch gesagt, dass ich euch liebe, Jungs? Ja, will ich nicht mehr. Gönnt euch einen Schluck davon, bitte. Das ist wirklich das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt. Das ist viel Jägermeister, du. Viel zu viel Jägermeister, Alter. Boah. Lecker, oder? Was denn für eine Mission, Bro? Du hast 19-10 jetzt? Ja! Das ja. Ist das eher. Kleiner Schuss. Ja, endlich mal Abwechslung, Smiley. Und nein, was ist das? Ahornsirup? Kann man doch nicht trinken. Klar, ich glaube, ich bin drunk. Ich zähle gar nichts mehr gerade. Ich will auch einen großen davon, Spaß. Ist das dein Ernst? Das ist das. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Ab in Spaß, klar. Das ist die Flasche Ahornsirup. Da geht noch was, Rob. Komm, nein, da geht nichts mehr. Cheers. Du Räudiger. Auf euch. Mega nice, oder nicht? Das ist der heftigste Cocktail meines Lebens, ne? Wisst ihr, was das ist? Nee. Das habe ich nicht gekauft. Nein, hast du nicht. Das sind aber sie waren mal beide halb voll bis eben. Hast du die komplett in alles aus dem Wodka reingemacht? Wie? Ist das dein Ernst? Ja. Also war in der Schokomilch doch Alkohol drin? Überall. Nein. Gurkenwasser, überall. Bruder, ich muss deswegen war das so wild. Ich muss ins Krankenhaus, glaube ich. Deswegen war die so auch in dieser Milch. Überall. Nur nicht in diesem gezuckerten. Bruder, ich komme auf mein Leben. Hey, den Kaffee auch? Ja. Ja, deswegen hat der so. Alles hat so merkwürdig geschmeckt. Ich hab's nicht gecheckt. Nein, ich hab die fast ausgetrunken. Ich hab überall noch was weggegeben, damit der Wodka reinpasst. Ich hab bei dem Müllermilch so viel abgekippt. Ey, die Müllermilch war auch echt so. Ich hab's nicht die verstanden. Die hat voll wässrig geschmeckt. Der war einfach so. Alles war heute einfach meiner Meinung nach viel zu bitter. Ja, zu dritt innerhalb von 10 Minuten eine Flasche Wodka weggehauen. Bruder, wir sind im Mal. Was hast du getan? Ich bin ein Bitch. Ich kann nicht mehr. Wir haben insgesamt eine Flasche Wodka zu dritt gerade weggehauen. Ja, ich war gar nicht darauf vorbereitet. Die Kommentare von Diva, ich bin so betrunken. Ich kann das gar nicht verarbeiten. Ich weiß nicht wieso. Klar, wir haben ich glaube, ich kann nicht mal die Abmoderation machen gerade. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst Diva ein Abo da, aktiviert die Glocke. Schaut bei den Jungs vorbei und geht verantwortungsbewusst mit dem Alkohol rum. Das war echt nicht verantwortungsvoll. Das war alles andere als verantwortungsvoll. Ich kann gerade kein richtiges Deutsch, also. Alkohol ist ab 18, Freunde. Wir ab 16, also merkt euch das. Wir sehen uns bald wieder, Leute. Bis dahin, bleibt schön, gesund und gut drauf. Tschüss. Philippe, ich töte dich. Ich dachte mir auch so, Jägermeister kann nicht so knallen wie gerade. Hast du sogar den Jägermeister-Wodka reingemacht? Wow, er hat uns richtig geprankt. Er hat uns Applaus. Also das ist das erste Mal, dass Philippe dieses Jahr einen guten Prank gemacht hat. Wirklich. Yo! Das hat ein Nachspiel. Oh, ich muss